Kinder, mein Name ist Helge Schneider. Ich bin Komiker, Musiker und Entertainer. Er ist die Nummer eins. Er ließ Michael Jackson und Madonna hinter sich. Ein Mann und seine Musik. Hier ist erst die Musik. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht. Und hier ist der Mann, Helge Schneider. Katzenklo, Katzenklo, macht die Katze. Hof, 12. März 1994. Helge Schneider zu Gast bei Wetten, dass. Er ist oben angekommen. Auf den Titelseiten der Szeneblätter, das Feuilleton liebt den Mann, der Quatsch macht und Musik, den man nicht versteht, über den sich aber gut schreiben lässt. Ein Star zum Anfassen. Doch wer ist dieser Publikumsmagnet Helge Schneider, der uns bis heute nicht nur mehr als 50 Musikalben, sondern auch 12 Bücher, 5 abendfüllende Spielfilme und unzählige Zeichnungen hinterließ? Wer ist dieser Mensch, der sich beinahe täglich hinter neuen Gesichtern versteckt? Selbst in Amerika wird bislang vergeblich eine Antwort auf diese Frage gesucht. Aber immerhin, man kennt ihn. We know Helge Schneider. You know Helge Schneider? Oh, Germany, I love Germany. Paris is great, I love it. Und Kitty Klo, yeah, that makes me so happy. Helge Schneider finde ich großartig. Und zwar mit den Jahren immer besser. Auch ergreifend, wenn irgendwie der eigene Vater da auf der Bühne steht und vor was weiß ich wie viel, 100 oder 1000 Menschen irgendwie spielt, Musik macht, irgendwie halt sein Ding macht, das ist halt toll. Eine total durchgelebte Figur, die ich in dieser Konsequenz absolut bewundere. Eigentlich ist das ein lieber Junge, der Helge. Ich kann ihm nichts Böses nachsagen. Wie viel Talent hat der liebe Gott diesem Schneider gegeben? Es ist unfassbar. Eigentlich kann ich nur Klavier spielen und Quatsch machen. Es ist der Schneiderismus, ja, oder der Helgismus. Ja. Es ist nämlich einzigartig, also oft kopiert, nie erreicht. Ja. So ist ja keiner, so ist nur einer, so ist nur meiner, mein Helge. Udo, ich habe gehört, du hast Husten gehabt. Ja, ein bisschen Husten. Wie ist das denn so, wenn du dann abends im Bett liegst und so hustest? Doch, so. So vorm Einschlafen, meine ich. Nein, erkennt dich dann die Nachbarn auch am Husten? Na klar. Ich mach mal eben, pass auf. Ich schlaf mal jetzt ein, ne? Helge ist Helge. Er ist weder ein Narr noch ein Clown, sondern Helge ist ein Auftreter. Das Ruhrtal bei Essen-Kettwig. Im Hintergrund die Ruhrtalbrücke, dahinter Mülheim an der Ruhr, Schneiders Heimatstadt seit 1955. Im Schatten der Iduner Hochhäuser ist Helge unterwegs in seiner Stadt. Heute in seinem Lieblingscabrio, einem Peugeot 403 aus dem Jahre 1959. Helge lässt es gerne langsam angehen. Vor der Stadtrundfahrt erst einmal Frühstück. Hallo. Ich hätte gerne ein Brötchen mit Salami. Gut. Aha. Bin ich der Einzige, der sich hier Brötchen schmieren lässt, oder gibt es noch andere Leute? Ach, reichlich. Die ganzen Büros hier und Arztpraxen kommen hier hin. Ach so. Oh, da hör mal, ich habe Geld vergessen. Kann ich gleich noch mal vorbeikommen? Ausnahmsweise mal. Ich schreib's an. Ja, was soll ich dir mitbringen? 1 Euro. Okay. Tschüss. Tschüss. Hier oben rechts gleich, da ist unser Balkon gewesen. Da rechts, da oben. Der linke Balkon. Hallo. Wohnt ihr jetzt da? Ja. Ja? Da habe ich mal gewohnt. Weißt du das? Und ist er schön da? Ja.
Okay, tschüss. Wiescherweg 62, Mülheim-Heißen. Eine Wohnsiedlung der späten 50er Jahre. Zweiter Stock rechts, 4,5 Zimmer auf 80 Quadratmeter. Das Heim der Familie Schneider. Klein Helge mit einem Jahr. Zusammen mit Schwester Marliese. Alle Schneiderkinder. Und hier die ganze Familie. Mit Tante Erna ganz rechts. Ach, da sehe ich hier unser altes Auto hier. Super, das war unsere Siedlung früher. Da ist meine kleine Schwester Kerstin. Das ist meine große Schwester im Karnevalskostüm. Anscheinend. Mein Vater hinten mit Detlef-Täschchen. Tante Erna, meine Mutter. Das ist ein Pferd. Ich glaube, wir haben da immer nur so im Wasser rumgestanden, weil wir nicht schwimmen konnten. Da hinten bin ich. Da sieht man mich mal, wie ich laufe. Das war eigentlich alles. Ah ne, da kommt ja noch was. Oh, mein Vater. Immer wie aus dem Ei gepellt. Die Wohnung 1995. Helges Kinderzimmer ist heute Esszimmer. Ab 14. Lebensjahr war es ziemlich aus mit ihm. Nicht? Da konnte man ihn überhaupt in nichts mehr einzwängen. Der Helge, der war immer der große Schweiger. Ich habe nicht viel Kontakt zu ihm, eigentlich so. Aber so im Hinterkopf ist jetzt schon irgendwo drin, so mein großer Bruder. Mit 5 Jahren schaut der große Bruder recht skeptisch in die Zukunft. Zu Recht, denn es wartet der erste Schulgang. Ich meine aber, dass ich schon am ersten Schultag in der Ecke stehen musste und mich schämen oder so, weil ich so frech war. Hier rechts, da ist die Schule. Die sieht immer noch genauso aus. Die habe ich sogar mal gebastelt. Ja, hier bin ich aufgewachsen. Hier in dieser Gegend. Das ist die Realschule. Da hat mein Vater mich da hingebracht zum Tor. Und ich bin rein und hinten wieder raus und abgehauen. Und hier war eben das Gymnasium hier rechts. Also er war ja erst auf dem Gymnasium. Da ist er ja gegangen worden, weil er geschwänzt hat. Schlau war der Kerl immer. Es war eine Schulstunde, die relativ langweilig war, weil es sehr ruhig war. Und in dieser ruhigen Phase fing der Helge plötzlich an, ein Trommelsolo auf dieser auf dem Holztisch loszulassen. Aber in einer Vehemenz, dass natürlich sofort der Unterricht gestört war. Fazit, er durfte die Schulstunde verlassen. Mein Bruder war nicht so der Schulgänger, den man sich als Eltern wünscht. Hat er es immer schon gerne so betrieben, wie es für ihn wichtig und auch mehr unwichtig war. Also ich war sehr renitent, muss ich sagen. Ich habe damals wirklich gedacht, irgendwie, ich könnte mir alles erlauben. Ich hatte einen unheimlichen Freiheitsdrang. Und ich war auch lieber spazieren. Ich bin ganz oft weg gewesen. Ja. Und deshalb ist ja Tante Erna mal mit mir zum Psychiater gegangen. Und der hat mir dann praktisch einen Krankenschein geschrieben, rückwirkend für 6 Wochen, plus noch mal 3 Wochen dazu, dass ich also wirklich nicht in die Schule gehen könnte. Und das ist ja auch wirklich, ein bisschen krankhaft, Wandertrieb. Ne? Ich hatte einen Wandertrieb. Den vom Wandertrieb gebeutelten Helge treibt es mit Macht heraus aus dem Klassenverbund. Mit Schule hat er jetzt gar nichts mehr am Hut. Ihn treibt es auf die Straße und hin zur Musik und zu den Mädchen. Da sah ich dann Typen, rote lange Haare, total dürr der Typ. Ja, ist ja super. Wer ist das denn? Er sah halt anders aus als die anderen. Und das hat mich erstmal fasziniert. Das war, glaube ich, das eine. Und das andere war, der hatte einen sehr schönen Blick. Mädchen wollen küssen, Mädchen wollen küssen, Jungs wollen küssen. Und als ich den kennengelernt habe, also als wir dann schon näher waren und so Haut an Haut oder Pickel an Pickel, sagen wir mal, ne? So. Da ging der schon nicht mehr zur Schule. Da hatte der schon mehrere Praktikastellen und irgendwelche Lehren angefangen.
Da war ich, glaube ich, so 17 oder 18 Jahre alt. Und dann war ich bei der Stadtverwaltung. Da habe ich keinen anderen Job gekriegt, nur Straßenfeger. Ne? Ich fand das aber eigentlich nicht schlecht. Aber dann musste ich einmal hier auf dem Schulhof und so hier drumherum so sauber machen, Papier picken mit so einer Zange und so in diesem Warnorange, in dieser Weste und mit Hut. Wir mussten auf Vorschrift Hut, Weste und Stiefel, auch alles in diesen Farben, Warnfarben. Das war mir so peinlich, weil da waren so viele hübsche Mädchen und ich als 18-Jähriger nur Straßenfeger geworden, so ungefähr so. Man hat ja damals, obwohl ich das jetzt gerne gemacht habe oder so, hatte ich da so komisches Gefühl dabei. Ich habe mich dann geschämt, aber eigentlich habe ich mich nicht schämen müssen, denn dieser Beruf ist gut. Erst Straßenfeger, dann Zeitungsausträger. Helge ist unten angekommen. Ohne Schulabschluss bleibt ihm als Hoffnungsschimmer nur die Musik. Ich habe ja auch Zeitungen ausgetragen. Ich habe eben meine Ausbildung angefangen, Maurer und auf dem Bau gearbeitet. Ich habe Landschaftsgärtner gelernt und solche Sachen, um eigentlich auch um meine Musik dann trotzdem weitermachen zu können. Bereits diese frühe Version von Texas deutet an, womit Helge Schneider später sein Millionenpublikum erobern wird. Eingängige Melodien, selbstgemachte, improvisierte Requisiten, das Ganze gepaart mit sinnfreier Albernheit. Und schnell wird klar, Helge ist süchtig. Süchtig nach Auftritten. Das alles steht mir gut. Ich hatte einfach die Idee, ich muss spielen, ich muss raus. Irgendwie, wenn man Musiker ist, dann möchte man gerne ja nicht in seinem Kämmerlein spielen, man möchte ja raus. Also vor allem die Musik, die ich da gemacht habe und das, was ich dazu auch erzählt habe und die Texte, die ich dann so improvisiert habe und all diese, auch diese komischen Sachen, ich wollte damit raus. Raus aufs Land. Er hat sich einen riesigen Wiesengrund gepachtet. Das ist sein Refugium. Und hier führt er in seiner knapp bemessenen Freizeit seinen privaten Kampf gegen die Brennnesseln. Ich habe ja alles Mögliche versucht, um Auftritte zu kriegen. Stell dir mal vor, du spielst Klavier und singst dazu, machst eigene Lieder und so. Und dann, wo willst du auftreten? Wie geht das? Wie macht man das? Wer nimmt einen? Ja, und dann sind wir so getingelt, muss ich sagen. Also eigentlich jedes Wochenende waren wir in einem anderen Club, im ganzen Ruhrgebiet, am Niederrhein. Und da gab es dann auch Auftritte, wo niemand war, ne? Also ich kann mich an einen Auftritt erinnern, wo ich nicht mehr weiß, wo der war. Da war, glaube ich, ein Zuschauer. Und die haben aber trotzdem gespielt. Und das fand ich dann immer, jetzt so im Nachhinein. Damals habe ich, glaube ich, gesagt, boah, so eine Scheiße, ich sitze jetzt hier an der Kasse, da ist jetzt eine Mark drin. da können wir auch nicht von leben, ne? Also wir haben von ganz wenig Geld gelebt. Leere Säle kompensiert Helge durch die ihm eigene Mischung aus blinder Besessenheit und unglaublicher Musikalität. Aufs wirtschaftliche Desaster reagiert er mit dem unbedingten Glauben an seinen Erfolg. Ich habe Helge immer als jemanden empfunden, der, früher sagte man, vielleicht begnadet. Also ein Talent ist nicht das Richtige. Talent haben unheimlich viele. Die sitzen dann auch in der Volkshochschule. Aber das ist nicht ausreichend, finde ich. Ich glaube schon, oder Helge ist für mich immer jemand gewesen, dessen Seele auch Musik ist. Ich habe mal Cello-Unterricht gehabt und der alte Cello-Lehrer Alfred Pickawe sagte dann, jetzt ist gerade hier einer rausgegangen, der hat geübt. Es stellte sich dann raus, weil Helge Schneider hat nie geübt, aber er war einfach besser. Also auch dieses ungewöhnliche Talent, Dinge sich unheimlich schnell anzueignen. Also Saxophon in 2 Monaten zu lernen und dann so zu spielen, wie es andere vielleicht nach Jahren nicht vermögen. Je ne regrette rien. Helge Schneider auf ein Instrument festzulegen ist unmöglich. Er spielt einfach alles. Und das meistens brillant. Doch nun soll alles anders.
Er hatte ein unglaubliches Talent, einfach mit Musikinstrumenten umzugehen. Und auch wenn er technisch das jetzt nicht perfekt spielen kann, aber er bringt das dann so rüber, dass das dann gut klingt. Chris von den Göttern, das in die Wiege reingelegt, ja, hochmusikalisch fällst du irgendwo vom Himmel auf das Doppelkornfeld. Und die Musik ist ein Bestandteil deines Seins, ja. Und mal kannst du mal kriegst du mehr Kohle dafür, mal weniger, aber die Musik ist eigentlich immer da, ja. Und es treibt dich, die Musik zu machen, du bist besessen. Er hat studiert auch in Duisburg, an diesem Konservatorium Duisburg, da war ich nämlich auch. Er besteht die begabten Sonderprüfung für das Musikkonservatorium in Duisburg. Es ist seine letzte Chance für eine bürgerliche Karriere. Er entscheidet sich dagegen. Gegen wohltemperierten Bach und Beethoven und wieder für die Freiheit. Für den Jazz. Das ist so was, was mir so immer so ein bisschen so ferngelegen hat. Irgendwie. Ich wollte immer nur so einfach mal drauf los und so. Wenn ich zum Beispiel dieses Lied höre von dem, wie heißt er nochmal, keine Tapeten an den Wänden und keinen Belag auf dem Boden oder so, so haben wir eigentlich gewohnt, ne? Das war alles sehr, auch sehr improvisiert, ne? Helge hat sich dem Jazz verschrieben und zieht in der Folgezeit mit diversen Formationen durchs weitere Ruhrgebiet bis hin nach Münster. Wohl aus Geldmangel wird dann jeder in Helges näherer Umgebung in die Bands eingebaut, egal ob er ein Instrument spielt oder nicht. Frei nach Joseph Beuys, jeder ist ein Künstler. Gleitmann, the Lion! Gleitmann, the Lion, ladies and gentlemen! Ich habe irgendwie einen Pianisten gegeben, der irgendwie den Ton gespielt hat. Also einen Ton. Haben die mich dann zum Klavier getragen, irgendwie als Russen, und dann haben wir uns den Namen ausgesucht. Er hatte einen Kontrabass und sagte, du, da ist nächste Woche eine Mucke, du musst jetzt Kontrabass spielen. Und dann hat er mir ein Thema gezeigt und dann musste ich immer üben. Hatten wir Markierungen im Kontrabass und dann habe ich eine Woche geübt und dann kam der Auftritt. Auch die musikalischen Vorbilder waren vor allem eines, Außenseiter der Gesellschaft. So wie sein großes Idol, der blinde Roland Kirk, der gleichzeitig auf drei Saxophonen spielte. Sowas fand ich gut, so völlige Außenseiter der Gesellschaft eigentlich. Ich hatte auch oft den Drang, selber eben Außenseiter zu sein. Gegen den Strom. Gegen den Strom. Ich fühle mich auch immer noch irgendwo als Außenseiter. Aber das ist ganz normal. Das ist einfach so, weil ein Künstler ist ein Außenseiter. Einer, der sowas macht, ist ein Außenseiter. Der ist kein Insider. Der ist einfach völlig, der lebt woanders. Ist auch schwer zu begreifen, glaube ich, so einer. Love me tender. Im Mai 1992 wird der Außenseiter Vater. Mutter Andrea hatte bereits Klein Johanna mit in die Beziehung gebracht und so waren die Schneiders plötzlich zu viert. Love me tender. Love me too. Um über die Runden zu kommen. Also die Angst zu versagen, also kein Geld zu haben, nichts zu essen zu haben, die war also allgegenwärtig. Damals bei der Mutter, genau wie bei mir. Und da musste ich irgendwas machen. Und da habe ich, glaube ich, die Sache erfunden, die ich da, also da war ich sehr, sehr zäh. Da habe ich eigene Plakate immer gedruckt, selber gemacht. Ich habe versucht, mir Auftritte zu besorgen. Ich habe dann in so einem Kino hier in Mülheim einfach das so gemietet, den Saal, so Auftritte gemacht. Ich wusste, dass ich ein guter Musiker bin. Und ich wusste, dass ich die Leute zum Lachen bringen kann. Das war für mich die einzige Aktie, die ich hatte. Thank you.
habe ich selber Kritiken geschrieben über meine Auftritte, so in der Zeitung so abgegeben. Dann war irgendwie, ist das sogar mal gedruckt worden, da ist ja schon mal dann was. Und dann kann man mit dieser Kritik dann und mit erfundenen Kritiken, dann habe ich dann einen Auftritt mir besorgt, dann beispielsweise im Bahnhof Langendreher. Er hat da in der Kneipe gespielt, auch alleine, kam mit seinem Klavier an und seinem alten Peugeot, packte das Klavier aus, ich habe dann mit Tragen geholfen. Als Ausgleich hat er mir dann, haben wir dann hinterher das Essen geteilt. Also er kriegte ja ein warmes Essen und ich musste das da bezahlen. Und dann hat er gesagt, komm, wir teilen uns das Essen. Dann haben wir uns das Essen geteilt und er hat dann da gespielt in der Kneipe. Die Vaterrolle scheint Helge motiviert zu haben, seine Auftritte von nun an zu professionalisieren. Er definiert sein Alleinstellungsmerkmal und verkauft sich ab jetzt als die singende Herrentorte aus dem Ruhrgebiet, als peinlichster Entertainer der Welt. Es kam ein Brief ins Pantheon. Da stand: Liebe Veranstalterin, ich habe gehört, ihr habt ein wunderschönes neues Theater in Bonn aufgemacht mit dem Namen Pantheon. Und dort möchte ich spielen. Dein Helge. Und das war in dieser ganz typischen Helge-Kinderschrift geschrieben und noch mit einer Zeichnung von ihm unten drunter. Und das war so ungewöhnlich, dass ich damals im Büro gesagt habe, das muss man machen. Wer ist das? Ja, Herr Potzkoten, das sollen Sie sein? Haben Sie denn irgendwelche Sicherheiten, Herr Potzkoten? Was meinen Sie damit? Ja, Immobilien. Möbel haben wir natürlich. So, Möbel haben Sie auch. Und haben Sie sonst irgendwelche Wertgegenstände zu Hause, die Sie als Sicherheit anbieten können? Meine Mutter hat eine Onyx-Kette. Ja, aber die ist doch auch nix wert. Ach so. Ja, ich selbst habe nur einen Kassettenrekorder. Aber den brauche ich ja als Playback-Maschine. Ich bin Johnny Flash, das wissen Sie ja, der Schlagersänger. Sei doch nicht so kleinlich. Liebe ist nicht peinlich. Der Film Johnny Flash erzählt die Geschichte des erfolglosen Elektrikers Jürgen Potzkoten, der über Nacht zum Schlagerstar wird. Autobiografische Parallelen sind durchaus beabsichtigt. Sonst bleibt das Leben leer. Ich hatte dann auch eine Schallplatte mal gemacht durch den Bernd Kowalczyk, der eben aus Bochum irgendwie auf mich zutrat und sagte, hör mal, wir haben den Film Johnny Flash gesehen, mach doch mal eine Platte daraus. Und so lief das dann alles. So kam das alles durch Zufälle auch ins Rollen. Das war die Erfindung einer neuen Bühnenfigur, die Jazz als Grundlage mit viel Humor und bizarren Geschichten dann zu einem neuen Produkt gemacht hat. Hier ist Frank Sinatra. Tschüss! September 85. Schneider gibt Frank Sinatra mit Hornbrille. Das Publikum fragt sich, was der Quatsch soll. Die Fernsehmacher werden aufmerksam. Saturday night is the loneliest night of the week. Das sollte ja eine Doppelmoderation werden mit so einem Gegenpunkt. Und wir waren irgendwie auf Helge gestoßen, hatten so einen Tipp bekommen und sind dann ins Theater gegangen und waren danach der Meinung, das ist die richtige Wahl, also für die Offshow. Helge Schneider. Reinhold Beckmann. Es gibt eine Pflanze, die nach deiner Frisur genäht wurde. Hier, bitte vom... Helge? Danke. Ja, ja. Die Offshow des WDR war, zumindest was Helges Part angeht, Fernsehen verkehrt. Er hebt hier die ungeschriebenen Gesetze des Mediums Fernsehen auf und baut sie spielerisch in seine Welt ein. Und in der ist alles möglich. Bin ich fertig jetzt? Fertig? Unser Kollege in Dortmund, bitte jetzt die Korrespondenz. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, vor dem Bildschirm. Guten Abend, Helge Schneider in Köln. Ich stehe in Dortmund vor der
Hans-Jürgen Bäumler-Kirche. Alles ist jetzt hier. Es ist einfach, dass sich einer Unglaubliches traut. Und dass er sozusagen all diesen Gepflogenheiten des Unterhaltungsbusiness widerspricht und es umdreht und nicht dem entspricht und sagt, ich muss jetzt was auf Pointe setzen. Heiratsanzeigen wären nicht notwendig, wenn es auf der Welt mehr Herzenswärme gäbe. Und darum mach's uns nicht so gegen den Strom, gegen die Erwartungshaltung des Publikums. Er spielt und singt falsch, er irritiert bewusst. Im Queen's Palace des Hessischen Rundfunks reizt er die Geduld seines Publikums bis an die Schmerzgrenze. Und irgendwo. Wir begrüßen heute Abend bei uns Helge Schneider. In Schmiteinander verwandelt Helge das Studio endgültig in Absurdistan. Die Persiflage eines TV-Interviews gehört zu den Höhepunkten der TV-Unterhaltung. Ist es denn so, dass für dich die Gefahr, kommerziell verheizt zu werden, nicht immer größer wird? Die Gefahr ist groß. Sogar sehr groß. Kann man schon sagen. Ja. Doch, ich glaube schon, dass ich der Gefahr gegenüberstehe. Und dass ich das aber auch meistere durch Intelligenz, sagen wir mal, auch gar nicht mit Fernsehen zum Beispiel oder Schallplattenfabrik, in die Schallplattenfabrik oder aber auch wenn ich singen. Unterbrechen darf, du bist dir natürlich klar, dass dieser Satz sehr viele Menschen provozieren wird. Ich werde wahrscheinlich, wie auch schon immer ich gemacht habe, damit anecken. Ist es richtig, dass man dir Werbung angeboten hat, Werbung zu machen? Ja, es ist sehr viel Werbung. Oh. Geht's? Soll ich helfen? Oh, ja. Geht. Für welches Produkt? Alles. Wirklich? Auto, Käse, Schokolade, Unterhosen, Slip-Einlagen. Das war so ziemlich alles dabei, was es auf der menschlichen, in der menschlichen Aura gibt, zu kaufen gibt. Und du hast alles abgelehnt? Ich lehne das ab, weil ich habe genug Geld. Helge Schneider hat eben sein Ding all die Jahre durchgemacht und irgendwann ist dann sozusagen der Markt auf ihn getroffen. Letztendlich bin ich irgendwie so was Ähnliches geworden, wie ich mir damals immer vorgestellt habe. 1993 wird das Jahr der verwirklichten Träume. Hatte er als 17-Jähriger immer von einem Leben als Popstar geträumt, so geht jetzt mit Erscheinen seines 7. Albums Es gibt Reisbaby der Traum in Erfüllung. Und einen weiteren Traum erfüllt sich Helge. Endlich darf er Cowboy spielen. Es wie Nymphensittich, Texas. Ja, mein Leben war nicht immer ein Zuckerschlecken gewesen. Ich bin erzogen worden und dann habe ich schon angefangen mit Anleitung meiner Mutter mit Apple klauen. Und wenig später kam schon der erste Mord. Texas. Was will man mehr als die Erfüllung der eigenen Kindheitsträume? Helge selbst hat immer an sich und seinen Erfolg geglaubt. Den Song jedoch, der ihm schließlich zum Durchbruch verhelfen sollte, den fand er eher zufällig. Zwischen den Texas-Filmmusiken versteckte sich ein unscheinbares kleines Lied, das bald halb Deutschland auf der Straße pfeifen sollte. Die blaue Tür da vorne, da unter Fenster daneben, das Fenster daneben hier mit den Blumen, war natürlich damals nicht so schön. Da war mein Studio, da habe ich Katzenklo drin aufgenommen. Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Da habe ich eine Doppel-LP aufgenommen in dem Studio. Wie lange habe ich gebraucht? 2 Stunden oder so. Teils alleine, teils mit der Band. Mit Buddy und Peter. Das ganz klein, mit so einem Oberlicht, das ging aber nicht auf. Und Peter jetzt mit Katzeklo hat der Meister des Minimalismus sein Meisterstück aus dem Ärmel geschüttelt. Völlig unerwartet kommt der Riesenerfolg und plötzlich diskutiert ganz Deutschland eines, das Katzeklo. Ich höre auf der einen Seite, boah, klasse, unsere Kinder singen das immer, das ist wie Hänschen klein. Und dann kommt so ein anderer an, der ist Intendant von einer, vom Broadway in New York oder so. Und der war früher in der Philharmonie Köln oder von der Oper in New York
Metropolitan hat er, glaube ich, gemacht. Der sagte dann, das Lied Katzenklo, das wäre für ihn so ein Hauptwerk. Das erinnert ihn so an Schubert. Es gibt Lieder, es gibt Musikstücke, naja. Aber dann gibt es Beethovens Fünfte. Dann gibt es Yesterday. Und dann gibt es eben Lichtjahre davon entfernt noch ein Lied. Und das heißt Katzenklo. Hier ist es. Helge Schneider! Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo und alle, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Katzenklo, Katzenklo, macht die richtige Katze froh. Ich glaube, sowas kann man nur aus dem Ärmel schütteln, wenn man jahrzehntelang irgendwie daran gedacht hat, dass man sowas aus dem Ärmel schüttelt. Mit über 16 Millionen Menschen erreicht Helge Schneider an diesem 12. März auf einen Schlag mehr Menschen als in all seinen Auftritten in den Jahren zuvor. Bisher war er ein Geheimtipp. Nun, über Nacht, ist er einer, der Massenhysterien auslöst. Massen, die sich durch diese Nummer auch angesprochen fühlten, sind ja in der Folgezeit nicht unbedingt von Helge dann auch rundum befriedigt worden. Trotz des immensen Erfolgs bleibt Helge seiner Linie treu. Er lässt sich einfach nicht in eine Schublade einordnen. Und wenn etwas von ihm erwartet wird, dann macht er genau das Gegenteil. Oder einfach gar nichts. Mit dieser Einstellung liegt er auf Konfrontationskurs mit den Fans, die von ihm immer das Gleiche wollen, ihn für den Spaßkasper halten. Der ist absolut konsequent. Der macht seine Sachen so, wie er sie gerade will. Ich kann mich an, ich glaube, in irgendwo am Niederrhein, in Rheinberg erinnern, wo also wirklich die Erwartungen an ihn gestellt wurden, so jetzt mach uns mal da oben den Affen. Und das hat er nicht gemacht. Und das hat er denen auch ganz deutlich gesagt. Und die haben an dem Abend halt Musik hören müssen und wer das nicht wollte, ist gegangen. Und da sind viele gegangen. Ich glaube, Helge nennt sowas Strafjazz, wenn er Jazz spielt und auch ganz exzessiv spielt und diesen Jazz dann auch lebt, obwohl man ganz andere Dinge von ihm gefordert hat seitens des Publikums. Ich muss das schon mal richtig einstellen, das ist zu tief. Huch! Hoffentlich kommt das jetzt nicht wieder runter. Meine Pickel machen sich auf dem ganzen Kopf, sogar in den Haaren, auf den Schultern, Brust, Rücken, dem ganzen Oberkörper, teilweise auch am Sack breit. Klar, wenn man jetzt, sag ich, in der Pubertät ist, ist das nicht immer ganz lustig, wenn dann ein Witz über Pickel gemacht wird oder keine Ahnung, sonst was, was man für komische Klamotten anhat oder so. Aber das ist ja, sonst fing es halt beim Frühstück an. Keine Ahnung, so wie der halt ist. Oberhausener Straße, Mülheim-Stürum. Hier wohnte Helge Schneider bis vor einem Jahr in einer ehemaligen Fabrikhalle. Heute hat er Besuch. Ich zeig dir jetzt, wie man Fahrrad fährt. Sein jüngster Sohn Henry. So fährt man Fahrrad, Henry. Guck mal, Henry. Was, willst du das mal sehen? Guck mal, sind die alle da? Das ist meine Mama. Guck mal, wie die aussieht. Die kennst du ja gar nicht. Das ist Tante Erna. Meine Mutter. Die war süß. Hübsches Mädchen. Seine Oma hat Klein Henry nie kennengelernt. Sie starb bereits 1991. Auch der kommerzielle Erfolg kam erst später, kurz nach ihrem Tod. Da ist eigentlich so die Familie erstmal wieder so richtig zusammengekommen und war für mich die Möglichkeit, überhaupt auch mehr über meinen Bruder zu erfahren. Weil es war die Zeit, nachdem unsere Mutter gestorben war, kam für ihn das große, ja, die große Entdeckung. Da wurde er überhaupt populär. Und da habe ich viel mehr über meinen Bruder erfahren und mitgekriegt durch die Medien, durch meine Eltern, als ich überhaupt vorher wusste. Heute verbringt Helge möglichst viel Freizeit innerhalb der Familie und besonders gern mit seinem Jüngsten, mit Henry. So, jetzt müssen wir mal langsam fahren, müssen noch einkaufen.
Ich habe natürlich heute ein anderes Verhältnis zu einem kleinen Kind wie vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren hatte ich ja diese Existenzangst und da konnte ich mit meinen kleinen Kindern irgendwie nicht diese Ruhe entwickeln wie heute. Ich habe heute, obwohl ich viel zu tun habe, mehr Freizeit. Also, und die versuche ich natürlich meinen Kindern zu widmen. Eher den Bronzeklopfer an der Ein. Ich habe eine ganz schöne Erinnerung. Da waren wir einmal zusammen, ich glaube in Holland, halt mit so einem großen Mercedes-Bus. Mit dem Bett hinten drin und keine Ahnung. Und da waren wir immer am Strand und das war total schön. Also das war so, da hatte ich halt meinen Vater mal für mich und es war ganz toll. Der Popstar als Familienvater. Und vor der neuen Tournee als letzte Entspannung schnell noch mal eine Runde Trecker fahren mit Henry. Ich habe ja 4 Kinder von 3 verschiedenen Frauen. Teils auch über 20 Jahre auseinander. Und natürlich ist man dann von vornherein irgendwie, man muss das so akzeptieren, dass man eben so eine Patchwork-Family ist. Ne? So ist das eben. Mein Bruder ist ein sehr liebevoller Vater, ein sehr toleranter Vater, ein Freund als Vater. Ein guter Vater. Ich glaube, einen besseren Vater kann man nicht haben, würde ich so sehen. Ja. Mein Vater ist zum Beispiel kein Mensch, der uns alles in den Arsch steckt. Also der fordert schon von uns, dass wir ganz normal Jobs haben, dass wir ganz normal arbeiten gehen, dass wir unsere Ziele verfolgen. Das unterstützt er auch, wenn er das für richtig hält. So, jetzt nehmen wir den wieder hoch. Jetzt hat er ein paar Tage draußen gestanden, weißt du? Helge, als Familienvater ist Emotion pur. Sieht man ganz aktuell jetzt bei seinem jüngsten Spross, Henry, ist natürlich auch außergewöhnlich, wie viel der Kleine vom Papa mitbekommen hat. Der ist ja wie geklont. Also das sind, kann man auf einiges gespannt sein. München, Lustspielhaus, Juli 2005. Die aktuelle Show soll erstmals vor Publikum geprobt werden. Noch stehen nur die Instrumente auf der Bühne, sonst steht nichts. Auch kein Programm. Der Schlagzeuger Pete York kommt vorbei. Der Rest kommt später. Komm, Gleitmann, tanz mal. Wir machen mal ein Trio. Wir beide spielen so eine Ballade. Ja. Und Gleitmann tanzt mit dem Hund. Komm. Und jetzt. Holger, du musst mehr, wenn sowas kommt wie gerade, musst du ein bisschen mehr ausflippen. Ne? Pass auf. Wir tasten uns doch mal nah dran. Pass auf. Das hat die Welt noch nicht. Ich soll, glaube ich, tanzen. Und mehr weiß ich, aber wann und wo und wozu? Er improvisiert sehr viel. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie das von Show zu Show variiert. Aber das meiste ergibt sich auf der Bühne. München, sehr nettes, komm, ja, klar. Gestern schon ein Spaziergang gewesen hier in Schwabing. Und ein Unwetter. Ganz zu reden. Schwarz. Besser abgekühlt, ne? Aber mindestens Grad geworden. Jetzt haben wir dann 10 Grad und jetzt nur noch 11. Wo ich bei ihm angefangen habe, bin ich voll drauf reingefallen. Zwar simulierte da einen Mikrofonausfall, ne? Und ich war ja noch neu und kannte also die ganzen Gegebenheiten nicht, ne? Und jedenfalls, naja, ich dann, ne, schweißgebadet, alles neu, ne? Mach schon die neue Strippe fertig für das nächste Mikrofon, ne? Bin dann soweit fertig und will ihm das gerade anreichen. In dem Moment, klopf, klopf, ah, jetzt funktioniert es wieder, ne? Wie ist der Helge als Chef? Irgendwie, das ist ja eigentlich kein Chef, das ist ja eigentlich ein Freund. Wie früher umgibt sich Helge auch bei seiner neuen Tournee mit Freunden und Bekannten aus seiner Mülheimer Umgebung. Familienersatz quasi für eine lange Tournee mit über 100 Auftritten in ganz Deutschland. Und es regnet und die Schnecke weiß.
Einige neue Lieder wird es auf dieser Tournee geben. Und auch diese sind noch lange nicht geschrieben. Musikalische Baustellen, die von Abend zu Abend erneut bearbeitet werden. Und der Zuschauer ist Zeuge. Davon lebt aber auch meine Arbeit. Also dass durch diese eigentlich lange vor mich hingeschobene Aktivität, dass dann auf einmal etwas explodiert und dass dann die Improvisation, dass dann mein eigentlich größtes Talent, die Improvisation, gefragt ist und ich auf der Bühne wirklich improvisieren muss. Wird eine neue Oma geboren? Helge Schneider geht bei seinen Improvisationen immer ein großes Risiko ein. Doch irgendwie, sehr zur Freude des Publikums, kriegt er sie immer die Kurve. Auch wenn mal eine neue Oma geboren werden muss. Das Publikum dankt es ihm mit warmem Applaus und die Kollegen beneiden ihn. Diese Konzeptlosigkeit und mit einer so einer Perfektion durchgezogen wird, das ist eine wirkliche Überraschung vom Hocker haut. Und das macht mir so einen Riesenspaß. Du bist sowas von überrascht, das ist sowas von Anarchie und trotzdem so durchinszeniert, dass es unglaublich ist. Helge ist wohl als Mensch schon immer ein Komiker gewesen. Also er spielt sich ja eigentlich selbst so auf der Bühne. Wir sind hier zusammengekommen. Spaß zu haben. Ich sehe ihn als begnadeten Musiker. Ich verehre Helge als Musiker. Er ist sowas von, er ist ein Wunderkind als Musiker. Wort ist ja komisch, in der Musik ist ja komisch, auch wenn er sich sonst wie künstlerisch darstellt, in Zeichnungen. Im gedruckten Wort, also in seinen Büchern, ist es ja auch komisch. Also er ist dann unterm Strich schon in erster Linie Gesamtkunstwerk. Eine Eule ist keine Katze. 50 Jahre hat es gedauert, bis aus Helge Schneider aus Mülheim das Gesamtkunstwerk geworden ist. Fertig ist es noch nicht. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden von einem wunderbaren Publikum, von einem sehr schön angezogenen Publikum. Ich grüße hiermit alle Bekannten. Auf Wiedersehen. Oh. Da war was kaputt.